Womeness Podcast für leise und sensible Frauen. Ich bin Verena Sati und ich mache diesen Podcast für dich und du findest den auch auf womeness.com, der Seite für leise und sensible Frauen. Und dort findest du übrigens auch die Community, die Insider-Community für die Silent Power Ladies, in der wir jeden Monat noch einmal viel, viel tiefer in das Thema eingehen. Zurzeit zum Beispiel Beziehungen, wie wir das leben können als hochsensible und Introvertierte, wie wir damit besser zurechtkommen, die liebevoller gestalten können. Und wir sprechen auch ein bisschen über narzisstische Beziehungen und toxische Beziehungen. Und ich gebe dir da ganz wertvolle Tipps. Und ja, wir sind eine kleine Community und freuen uns jeden Tag, immer mal wieder miteinander kurz zu sprechen und machen Anfang des Monats und Ende des Monats jeweils noch ein Webinar, in dem wir uns austauschen. Zwischendurch gibt es noch Facebook Live. Das habe ich mittlerweile einfach mal so eingeführt. Und ja, du findest jeden Monat dann einen Minikurs zum aktuellen Thema. Nächsten Monat geht es zum Beispiel darum, Selbstständigkeit als leise und sensible Frau. Da wollen wir so ein paar Dinge, die uns da immer wieder bewegen und beschäftigen, einfach mal durchsprechen. Und du findest da auch ganz viele verschiedene Kurse, die wir schon in den letzten Monaten seit Juli gemacht haben. Kannst da immer wieder auf der Mitgliederseite drauf zugreifen und kannst die Kurse in deinem Tempo ganz alleine für dich bearbeiten. Du musst nicht mit uns anderen kommunizieren sozusagen. Du kannst es, was ich extra so geplant habe, damit auch die Introvertierten unter uns so ein bisschen ihren Raum haben und für sich alleine arbeiten können. Ja, und wenn du dabei sein möchtest, einfach auf womeness.com mal gucken, unter Angebote, die Silent Power Ladies, dann kannst du eine von uns werden. Ja, und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ob du fühlst, wer du wirklich bist. Und das Thema ist mir wieder eines Abends in den Kopf gekommen, weil ich gemerkt habe, so langsam werde ich immer mehr die ich, ja, gefühlt bin. Also man verändert sich ja immer, man hat immer wieder eine Weiterentwicklung und ein Wachstum, aber ich glaube, es gibt so bestimmte Sachen, die machen dich einfach aus und daran erkennst du schon, wer du so ein bisschen bist. Und ich finde es total spannend, mich selbst zu entdecken und zu entdecken, wer ich wirklich bin. Aber mir fiel das lange Zeit schwer, wirklich zu erkennen, wer bin ich. Und das fing damit an, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich nicht die Musik höre, die ich mag. Dass ich Musik höre, die andere mochten und ich habe das einfach so mitgehört, aber das war irgendwie gar nicht meine Musik. Und das mag jetzt gar total banal klingen, aber das war für mich so dieser Punkt, wo ich mir dachte, in welchen Bereichen habe ich das noch so einfach so akzeptiert? In welchen Bereichen war mir das gar nicht bewusst? Und ich bin der ganzen Sache ein bisschen nachgegangen und ja, das möchte ich heute mit dir durchsprechen. Ja, in andere reinspüren können wir als Hochsensible immer sehr gut. Und ich habe das auch jahrelang immer gemacht, sehr, sehr unbewusst alles, auch schon als Kind und so. Ich habe immer gespürt, wie geht's den anderen, brauchen die was, was muss ich tun, damit es denen gut geht, wie muss ich mich in bestimmten Situationen verhalten und so und habe mich sehr stark immer wieder angepasst und habe geguckt, wie passe ich da rein, also sowohl in der Schulzeit auch, als auch innerhalb Familien oder Freundschaften oder so, habe dadurch sehr viel das gemacht, was andere machen wollten und stand auch gar nicht so hinter meiner Meinung. Also ich habe das schon gemerkt, dass da immer wieder so war, ja, okay, wir machen einfach das, was die will. Das ist besser, dann geht sie gut, dann fühlt sie sich gut. Und habe da ganz, ganz wenig auf mich selbst gehört, was mir wirklich gut tut und habe wirklich sehr viele Dinge gemacht, die für andere gut waren und hatte da auch sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein, einfach zu meiner Meinung zu stehen und diese Konflikte, die dann vielleicht entstehen, einfach auch auszutragen und wirklich da auch zu akzeptieren, dass ich nicht das gleiche Denken habe, das gleiche Fühlen. Und für mich war das sehr lange, vor allen Dingen in der Zeit so, als ich gemerkt habe, also noch nicht gemerkt habe, dass ich hochsensibel bin oder introvertiert, sondern dass ich einfach, ja, dass ich halt nicht in diese Masse reinpasse. Und ich schreibe das immer so, dass ich mich anders fühle, dass ich anders dieses Gefühl habe, ich passe halt nicht so in Massen rein oder in Gruppen oder so. Und ich merke das auch immer mehr. Es gibt halt verschiedene Bereiche, ich passe da einfach nicht rein. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das akzeptiert habe und gesagt habe, es ist okay, dass du da nicht reinpasst, weil von außen auch immer wieder kam, ja, aber du solltest das schon so machen.
Und ich dachte dann, wenn ich das so mache, dann denken alle, das wäre okay, dann meckern sie nicht, dann kritisieren sie mich nicht und dann ist das in Ordnung. Nur das Problem ist, die anderen fanden das dann alle ganz super, aber ich selbst habe halt gemerkt, dass ich mich damit nicht super fühle, dass ich mich damit nicht gut fühle und dass ich dadurch auch immer mehr mich selbst verloren habe. Und das fängt schon mit einer Kleinigkeit an. Ich bin ja selbstständig und für viele war das total, also auch immer noch, ist es immer noch so, wie kannst du das tun? Warum tust du das? Wie kannst du dir das antun? Und da wird überhaupt nicht verstanden, dass ich das tue und auch nicht akzeptiert größtenteils. Und ja, für mich war das dann immer wieder auch ganz schwer, wirklich dazu zu stehen. Bei der Selbstständigkeit geht schon etwas besser, weil ich kann mir das einfach gar nicht anders vorstellen, so richtig. Aber es ist halt trotzdem, je nachdem, was man so macht und wie man sich so anpasst, dann merkt man irgendwann, okay, das passt nicht mehr zu mir und das bin nicht mehr ich. Und das kam halt bei mir sehr stark irgendwann hoch, dass ich dieses Angepasste, ja, das war wie so ein Anzug oder wie so eine Hülle, die ich um mich drum gelegt hatte, aber irgendwie passte die nicht mehr. Das ging ja über, was mache ich am Alltag gerne, wie möchte ich meinen Tag gestalten, was möchte ich arbeiten, welche Hobbys habe ich, welches Styling habe ich, habe ich überhaupt ein Styling? Ich bin da immer noch nicht so ganz in Erfindung. Eine Freundin sagte schon, ich sollte vielleicht Wumminas mit Beauty verbinden und dann zeigen, wie man, wenn man kein Interesse an Beauty hat, wie man sich dann stylt. Ich finde mich da aber so ein bisschen rein, weil ich merke, es macht mir doch ein bisschen Spaß. Vielleicht hast du das ja auch, vielleicht haben wir da schon wieder eine Gemeinsamkeit. Also Hobbys, Styling, Musik, außer beim Lesen. Beim Lesen habe ich schon immer sehr gerne das gelesen, was ich einfach wollte. Aber das ist halt sowas, was ich nicht so nach außen zeige. Also da, ich lese einfach so ziemlich alles. Ja, es gibt halt so bestimmte Sachen, die dann halt immer wieder da waren und ich habe halt gemerkt, irgendwie passe ich mich da an, aber es passt jetzt nicht mehr zu mir. Und dann habe ich angefangen, zu versuchen, mich neu zu entdecken und einfach mal so reinzufühlen. Ich habe zum Beispiel ganz viele verschiedene Musikarten gehört und geguckt, welche passt jetzt gerade. Habe dann festgestellt, dass ich keine Lieblingsmusik habe, dass ich sehr stark nach Stimmung höre. Ich habe auch keinen Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch. Das ist bei mir eine Stimmungssache. Und dadurch habe ich aber es geschafft, mich neu zu entdecken. Genauso wie bei Kleidung und so. Ich gucke einfach immer mehr, was mag ich, was würde ich gerne anziehen, wie möchte ich mich auch in der Sachen Kleidung und so entwickeln. Und für mich kommt immer dieser Gedanke, dass das total oberflächlich ist. Aber ich finde auch, das ist so eine Sache, die ganz wichtig ist, dass du sowas findest, was zu dir passt, weil du dich darin dann auch viel, viel wohler fühlen wirst. Also ich finde schon, dass Kleidung auch so ein bisschen so ein Gefühl gibt, wie man sich fühlt. Und damit meine ich gar nicht, dass du jetzt super schick rumlaufen musst, wenn das nicht so dein Ding ist und zu dir passt, sondern ich meine damit, wenn dir ein T-Shirt gefällt oder wenn du gerne Jeans anziehst, dann zieh das an. Ja, also so war es eher. Und auch beim Schminken oder sonst irgendwo. Aber auch in dem Sinne, wie gesagt, wie möchte ich meinen Alltag haben? Wie möchte ich mich fühlen jeden Tag? Möchte ich lieber immer denken, ah, das wird ja doch alles schlechter? Oder bin ich eher die Person, die sagt, wird alles besser und es ist positiver? Und möchte ich, da hatte ich letztens mal eine Folge drüber gemacht, tiefgehender fühlen? Möchte ich, was mag ich an Tieren? Ich liebe meine Katzen zum Beispiel. Wie möchte ich ja, mit meinem Mann meine Ehe führen? Oder wie möchte ich Freundschaften haben und so, dass man einfach mal guckt, wirklich jeden Bereich so nacheinander angeht, das wird automatisch passieren, wenn du anfängst. Wie möchtest du da drin sein? Also wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du dich geben? Wer möchtest du sein? Und dich dann neu entdeckst, ohne die ganze Zeit in andere reinzuspüren. Und für mich ging das am besten, wenn ich immer mich alleine hinsetze und wirklich alleine überlege, was ist mein Gedanke dazu? Manchmal musst du dann erst die alten so ein bisschen rauskratzen, bevor du an deine wirklichen Gedanken kommst und dann wirklich versuchen, das in dein Leben zu integrieren. Und damit rauszufinden, wer du bist. Dieses Wer bin ich und so ist eine ganz wichtige Frage. Du wirst dich auch immer wieder verändern und wirst ein neues Ich entwickeln, immer mal wieder. Aber so die Grundsachen so zu sehen, wie du dich fühlen möchtest, wie du sein möchtest, wer du sein möchtest und so, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, um dieses Selbstbewusstsein aufzubauen,
auch dazu zu stehen, dass du vielleicht hochsensibel oder introvertiert bist, einfach dazu zu stehen und das auch so zu leben, also wirklich dieses innere tiefe Gefühl. Und dann passiert es auch, dass du merkst, wie du deine Gefühle wieder viel mehr fühlst und wieder mehr so den Fokus auf dich achtest, Fokus auf dich richtest und damit auf dich achtest, so wollte ich das sagen. Weil deine Gefühle, also die sind ja in dir und wenn du die ganze Zeit die anderen Gefühle erforschst, also von deinen Mitmenschen, dann vergisst du ganz oft, welche Gefühle du selbst hast. Und manchmal ist es ja auch so, dass du vielleicht fühlst, dass du bist total glücklich und dann triffst du einen Menschen und der ist extrem traurig oder wütend. Ich finde, Trauer und Wut ist immer so, das sind bei mir die stärksten Gefühle, die mich überrollen können. Und das kommt wie so eine Flutwelle über mich drüber, also wie so eine Welle und schwappt nicht so, als würde das ganze Wasser über mich laufen in diesem Gefühl. Zum Beispiel Traurigkeit. Ich bin sehr stark in diesem Gefühl drin. Ich weine oft nicht, aber ich merke dieses Gefühl, diese Trauer extrem stark und dann ist mein positives Gefühl oft weg. Und na, einfach zu gucken, was ist dein Gefühl und was ist das Gefühl der anderen. Auch dieses Gefühl von alles ist schlecht, alles ist scheiße, alles ist doof, gibt es ja teilweise. Dass du das, wenn du das nicht so fühlst, lass das nicht so nah an dich ran und versuch einfach dich auf dich zu fokussieren. Und mir hat das wirklich geholfen, rauszufinden, wer ich bin und danach immer mehr zu forschen in jedem Bereich und zu gucken. Ich gucke sogar manchmal bei Pinterest, was mir gefällt, also welche Farben gefallen mir, Bilder, Formen, um einfach zu sehen, wer bin ich. Und dann wirklich das zu entwickeln, dass du zu dir stehst und wenn jemand versuch dir das Gefühl so aufzudrücken, dieses lass uns zusammen traurig jetzt sein, weil jetzt ist Trauer richtig so, jetzt muss man trauern. Dann lass dich da nicht reinziehen so stark. Also versuch's wirklich da rauszugehen wieder und immer wieder zu spüren, wie geht's mir. Ich zum Beispiel, ich hab in den letzten Jahren ja sehr viel mit dem Tod zu tun gehabt und Beerdigung. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel eigentlich, aber ich finde es halt einfach nur so bezeichnend dafür, dass ich mich manchmal anders fühle. Und ich habe gemerkt, dass mich Beerdigungen in dem Sinne nicht berühren, weil ich damit nichts anfangen kann. Also für mich ist da einfach nicht mehr Gefühl drin. Und es ist alles so, man muss jetzt auf Knopfdruck traurig sein. Und ich hatte das nie. Und habe nur diese Traurigkeit gespürt oder gefühlt, weil alle anderen traurig waren. Aber ich selbst war eigentlich nicht traurig in dem Sinne. Ich habe das anders, ich traue anders. Ich traue für mich alleine und das dauert bei mir auch sehr lange, bis ich Trauer richtig so durchgespürt habe, aber ich traue anders und habe halt gemerkt, dass ich da zum Beispiel wieder nicht in die Masse reinpasse, weil alle waren am Weinen und ich habe, glaube ich, nur geweint, weil man halt da weint, weil man da jetzt in dem Moment halt traurig ist. Und das war für mich eine ganz starke Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, achte darauf, wo deine Gefühle sind. Achte darauf, was du wirklich fühlst. Ich weiß, das ist ein ganz schlechtes Beispiel und ich hoffe, ich verletze dich damit jetzt nicht, aber ich fand es einfach wirklich so bezeichnend dafür, wie stark es sein kann, dass Gefühle auf dich überschwappen, wenn du hochsensibel bist. Und das geht auch im Positiven übrigens, ja. Es gibt diese Situationen, wo zum Beispiel kann ich nicht über diese YouTube-Videos lachen, wo irgendwelche Menschen sich wehtun und sowas. Ich finde das einfach nicht besonders witzig, wenn da Leute, wer weiß was tun. Und viele andere finden das aber super witzig. Und wenn du so eine riesige Gruppe hast, die dann alle plötzlich darüber lachen, nur du nicht, kann es passieren, dass du mitlachst, obwohl du es nicht witzig findest. Und das sind so Situationen, das ist jetzt ein besseres, positiveres Beispiel vielleicht mal kurz. Aber das sind so Situationen, wo ich dann schon merke, was denke ich, was fühle ich. Jetzt muss ich mich wieder auf mich fokussieren, jetzt muss ich wieder zu mir kommen. Da einfach mal viel stärker reinspüren. Und darum geht es einfach nur, fühlst du wirklich, wer du bist? Ich weiß, der Titel ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend, aber ich glaube schon, dass es bei uns, ich hatte erst, weißt du, wer du bist, aber ich glaube, bei uns ist es sehr stark ein, fühlst du, wer du bist? Fühlst du wirklich, wer du bist? Und da einfach immer wieder reinspüren, immer wieder gucken, wer bist du, um zu erkennen, was macht dich aus? Weil das macht dich auch im Selbstbewusstsein und so stärker. Das macht dich dann hinterher, bringt dich das dahin, dass du mehr zu dir stehst und damit wirst du auch ausstrahlen, wer du bist. Und wir haben im Moment Thema Beziehungen bei den Zeilen Power Ladies. Es kommt jetzt ein bisschen durch.
Aber wir hatten die Frage, wie finde ich Menschen, die zu mir passen? Und die findest du, wenn du dich selbst ein bisschen mehr öffnest und zeigst, wer du bist. Dafür musst du natürlich erst wissen, wer du bist. Und dann kannst du das auch offen zeigen und findest dann auch viel, viel leichter die Menschen, die zu dir passen. Also so habe ich es bisher immer erlebt und habe mittlerweile auch immer mehr, seit ich mich öffne, bei mir ist das ja über den Podcast oder über Blogbeiträge, immer mehr lerne ich die Menschen kennen, die genau oder fast genauso sind wie ich. Also die denken und fühlen genauso. Bei den Silent Power Ladies, alle Frauen davon, ich kann das, kann dir das schriftlich geben, dass ich mit diesen Frauen ganz, ganz viel gemeinsam habe und genau die Menschen da gefunden habe, mit denen ich mich austauschen möchte und die zu mir passen. Und das ist es genau. Also fang erstmal an, wer bist du? Fühl da einfach mal wirklich richtig rein, ist wie so eine Hausaufgabe jetzt. Bis zur nächsten Podcast-Folge, dass du mal einfach fühlst, ist das wirklich alles von mir oder habe ich mir das bei anderen abgeguckt? Man muss es einfach so sagen. Es hört sich so ein bisschen komisch an, wenn ich sage, man passt sich an, aber ich glaube, das haben wir sehr viel, um anderen Menschen zu gefallen. Das haben aber alle Menschen, das ist nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, aber für mich war das wirklich ganz, ganz wertvoll zu finden, also herauszufinden, wer bin ich. Und das möchte ich dir einfach heute mitgeben und einfach für diese Woche im Podcast, wer bist du? Fühlst du, wer du bist? Genau.